Die Verblüffungstechnik. Das ist diese hier. Ja? Verblüffungstechnik, warum? Ganz einfache Logik, danach wird telefoniert. Versprochen. Mach mal mit Zoom-Technik, was genau meinst du mit danach? Nächste Woche. Danach sind wir nämlich mit den Techniken durch und können uns die letzten 3 Stunden den Live-Telefonaten widmen und Gruppenarbeit. Und dann werden wir, ich werde dann mein Mäntelchen ausziehen und werde ein bisschen mit um die Gruppen herumschwirren und werde mal schauen, wie weit wir die letzten 2 Tage gekommen sind und werden noch ein paar letzte Wissenslücken schließen. Übrigens auch die, was sage ich denn, wenn einer sagt, im Internet gibt es die Küchen viel billiger. Hä? Dann nehmen wir nämlich diese Technik. Werterhöhungstechnik. Eine von 20 Techniken, die du nehmen kannst. Mit der kommst du schon beim nächsten Mal ganz klar. Ja? So, jetzt wollen wir verblüffen. Achtung, wer hat studiert? Super, haben wir hier schon mal jemanden? Ist gleich da hinten, welches Studienfach? BWL. Maschinenbau. Das ist fast dasselbe. Arbeitet ihr heute in dem Beruf, in dem ihr damals alles gegeben habt, auf der Schulbank? Machst du heute jetzt in BWL? Ach, Mikrofon, brauchen wir. Das andere Mikrofon haben wir da vorne, ja, für Jana. Achtung. BWL? Ja. Verkaufst BWL-Dienstleistungen, ja? Unternehmensberatung, ja. Super. Hätte ich dir damals gesagt, das BWL-Studium wird dein Untergang sein. Hättest du dann das Studium geschmissen? Nein. Wenn ich dir nun aber sagen werde, dass die nächste Frau, die du kennenlernst, in die du dich verliebst, unsterblich, wird den letzten Sargnagel in dein Holz treiben. Würde dich das verblüffen? Noch nicht, stimmt's? Nö. Wenn sie es aber täte, wärst du verblüfft, nicht wahr? Ja. Genau darum geht es bei dieser Technik. Wir sagen bestimmte Dinge und gehen davon aus, dass diese Dinge, die wir sagen, einem bestimmten erklärten Ziel folgen, nämlich dem Verkäufer abzuwimmeln, und sind automatisch total überrascht, wenn nun genau dieses Argument oder in dem Fall dieses Verhalten dafür sorgt, dass ich ihn plötzlich treffen möchte. Was hat das mit deinem Studium zu tun? Klären wir gleich. Hättest du jemals studiert, wenn du gewusst hättest, du würdest durch das Studium deine Lebensqualität verlieren? Nein. Gut. Würdest du eine hässliche Frau ansprechen und fragen, ob sie dich heiraten möchte? Also eine, die dich wirklich anwidert? Nein. Wenn sie sich heute schon herausstellt als dein großer Glücksgriff? Nee, würde ich machen. Nicht machen. Natürlich nicht. Du wärst jedes Mal, das wäre jedes Mal nicht logisch. Jetzt kommen wir zur Verblüffungstechnik, gleich zu dir. Du wirst verblüfft sein. Du triffst eine Entscheidung. Und diese Entscheidung könnte zum Beispiel so aussehen, du studierst. Mit einem gewissen Ziel. Und das Studium entpuppt sich anschließend als Pfad für eine große Karriere. Und zwar außerhalb des Berufes, den du erlernt hast, weil du dort eine Frau kennengelernt hast, die Musikerin ist. Sie weckt in dir deine Fähigkeiten, deine Gaben für das Schreiben von Songs. Und ihr verdient Millionen damit. Und du schmeißt dein Studium in 2 Jahren. Hältst du sowas für möglich? Ja, das halte ich für möglich. Gut, wenn man das einem Studenten so weit verkauft, würde er sagen, du spinnst doch. Obwohl er unterschreiben könnte, dass es solche Ausnahmen gibt. Solche, in dem eine gewollte Entscheidung genau ein anderes Ergebnis produziert. Wenn du deinem, hast du einen Sohn? 2 Töchter. 2 Töchter. Wenn du deiner Tochter verbietest, sich mit einem, wie jung? 14 und 10. Super, 14. Sich mit einem bestimmten Jungen, bist du schon langweilig? Gut, dann mache ich kürzer. Achtung, bring mir einen Einwand. Ich rufe an und will dir eine Versicherung aufbraten. Habe ich schon, brauche ich nicht. Wie würdest du es finden, wenn ich dir sage, genau dieser Einwand ist der Schlüssel zum Glück? Dann würde ich dir das nicht glauben. Siehste?
Das ist das Gleiche, wenn du zum Studenten sagst, pass auf, du wirst dieses Studium abbrechen, weil du eine Frau kennenlernen wirst, die dich auf eine ganz andere Fährte führt. Nee, glaube ich nicht. Ich will Arzt werden. Wirst du nicht. Aber ich möchte, dass du dein Studium antrittst, weil ich schon deinen Weg kenne. Ja, der spinnt. Mhm. So, wenn ich dir es aber gleich zeigen kann in einem kleinen Apparat und du siehst dein Leben vor dir, würdest du mir dann glauben? Vielleicht. Vorausgesetzt, es gäbe diesen Apparat. Ja, vielleicht würde ich das tun, ja. Vielleicht würdest du das dann tun. Gut, brauchen wir gar nicht. Wir müssen nur eins tun. Wir müssen die jetzige Äußerung oder die jetzige Entscheidung müssen wir umdeuten, als wäre es die gewollte richtige Entscheidung oder Äußerung genau in die andere Richtung. Niemand würde sagen, keine Zeit. Hey, ich sag dem Verkäufer keine Zeit, dann kommt er wenigstens auf meine Couch. Das ist nicht schlüssig. Wenn du mir aber sagst, keine Zeit, und ich wandle diesen Einwand um in das wichtigste Entscheidungsargument. Wie klingt das für dich? Nur wenn ich es schaffe, es so zu formulieren, dass du sagst, stimmt, keine Zeit, ja, deshalb treffe ich mich mit Ihnen. Wie mache ich das? Bring mir mal keine Zeit. Keine Zeit. Prima. Das ist nämlich der Grund, warum die meisten sich keine Zeit nehmen für meine Software und 500 Stunden im Monat an Zeit verlieren für Aufgaben, die eine Software übernimmt. Möchten Sie 500 Stunden im Monat sparen? Ja. Prima, dann war ja keine Zeit genau der richtige Einwand, um uns gemeinsam zu treffen. Deshalb, damit wir keine Zeit verlieren, was ist denn der 28.04. für einen Tag? Ja, keine Ahnung. Ja, klar. Oder, nochmal keine Zeit? Keine Zeit. Prima. Dann wissen Sie ja, wie sich das anfühlt, keine Zeit zu haben. Denn genau das ist der Grund, warum wir überhaupt die Software entwickelt haben, weil sie den Leuten so viel mehr Zeit bringt. Möchten Sie mehr Zeit? Ja, auf jeden Fall. Super. Dein Argument, mich auszuschalten, ist nun der wichtigste Grund, um sich mit mir zu treffen, um dich mit mir zu treffen. Wie klingt das? Gut. Nur dann, wenn du sofort den Nutzen zeigst, also diesen Kasten, guck mal, wie du in 2 Jahren aussiehst. Also, rauf auf die Uni, du wirst dich verlieben. Und das Studium schmeißen. Ja. Dann wird es wieder logisch. Okay? Ja. Bei kein Geld funktioniert das auch. Kurzes Beispiel. Du hast doch kein Geld. Du siehst aus, als würdest du kein Geld haben. Ich habe kein Geld. Genau, das ist doch der Grund, warum ich Sie anrufe. Was meinen Sie, wie viele Leute sich anschließend bei mir bedanken, dass nach der Beratung die Kohle richtig fließt? Möchten Sie, dass das Geld sprudelt? Auf jeden Fall. Ausgezeichnet. Wie gut war es dann, dass Sie mich versucht haben, mit kein Geld abzuwimmeln? Oh, hervorragend. Natürlich! Das bringt uns auf völlig neue Ideen. Deshalb meine Frage, ab wann soll mehr Geld sprudeln? 27.8. oder 29.8.? Vielleicht 2 Tage früher? Ja, keine Zeit. Also, danke. Ja? Gut. Also, das ist die Verblüffungstechnik. Jana fragt sich natürlich, wieso habe ich nicht mit ihr gearbeitet? Sie sollte auf eine andere Weise verblüfft werden. Ja? Also, Steen,